Ja, ihr Lieben, Corona ist in aller Munde. Die Krise wird in den Nachrichten hin und her bewegt und immer wieder neu merken wir, es greift doch auch in unser Alltagsleben jetzt ein, stärker als wir es in Mitteleuropa bisher gewohnt waren, im Westen. Und vielleicht erinnert uns das daran, dass wir bisher in ungewöhnlicher Weise von den Gerichten und Züchtigungen Gottes verschont waren. Dass Gott in Mitteleuropa wie auch in Amerika im Grunde ein großes Maß an Frieden, an Wohlstand, an Ruhe, Bewahrung geschenkt hat, das war reine Gnade. Und es ist kein Zufall, dass das immer mehr weggenommen wird, gerade in einer Zeit, in der eben auch die früher noch christlich geprägten Regierungen in Europa, in Amerika immer antichristlicher werden, immer offener von Gott und seinen Werten, von seinen Geboten und Ordnungen abweichen und sich immer deutlicher in diesen endzeitlichen Aufruhr hineinbegeben, der gegen Gott tobt und der auch vorausgesagt ist für diese letzte Zeit. Ja, wir leben in der Endzeit und ich denke, diese Corona-Krise erinnert uns daran, dass eben da auch weltweit Erschütterungen, Krisen, ja auch Seuchen vorhergesagt sind. Vielleicht lesen wir das nochmal aus Matthäus 24, diese Endzeitrede des Herrn Jesus, in der genau auch diese Dinge genannt werden. Vers 7 in Matthäus 24 lesen wir, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Ja, manche meinen, wir seien womöglich schon in der großen Drangsal. Das, denke ich, ist definitiv nicht der Fall. Und ich denke, wir dürfen auch wissen, dass wir als Gläubige der Gemeinde entrückt werden, bevor die eigentlichen Zorngerichte der großen Drangsal über diese Welt kommen. Das ist ein großer Trost, aber auf der anderen Seite wollen wir nicht vergessen, dass eben schon in der vorantichristlichen Zeit zunehmende Drangsale, Krisen und Erschütterungen geweissagt sind und auch kommen werden, kommen müssen. Ja, wir können nicht denken, wir bleiben die ganze Zeit bewahrt vor Verfolgung, vor Nöten, vor Krisen, bis die Gemeinde entrückt wird. Das steht nirgends in der Bibel. Ja? Es steht in der Bibel, dass diese gewaltige endzeitliche Drangsal, wo die Gerichte über die Welt kommen, die in der Offenbarung geschrieben sind, die werden wir aus der Himmelsperspektive mitbekommen und nicht auf der Erde durchleiden müssen. Da bin ich fest überzeugt davon. Aber Gerichte, Krisen, Erschütterungen sind schon jetzt da. Und sie treffen andere Teile der Welt schon lange und wir sind lange Zeit verschont worden und jetzt trifft es auch uns. Und das wird vielleicht auch verstärkt der Fall sein. Wir sollten uns darauf einrichten. Aber gerade da in einer solchen Situation gibt uns Gottes Wort gewaltigen Trost. Und ich bin erinnert worden an zwei Psalmen, die ich heute Morgen mit uns vielleicht nochmal betrachten möchte. Zwei Psalmen, die beide davon sprechen, wie Gott in seiner Allmacht und Güte und Souveränität die Seinen bewahrt, auch wenn große Erschütterungen über die Welt kommen. Das eine ist der Psalm 46, den möchte ich als erstes mit uns lesen, und das andere ist der bekannte Psalm 91, den wir, denke ich, alle gut kennen und den wahrscheinlich die meisten von uns in dieser Zeit auch schon einmal persönlich zur Hand genommen haben, um sich zu ermutigen zu lassen von Gottes Wort. Vielleicht lesen wir erstmal Psalm 46, ab Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ja, das ist ein starkes Wort. Das ist ein Wort, das prophetisch ganz sicherlich in erster Linie auch zutrifft auf diese Zeit der großen Drangsal,
diese Zeit, wo wirklich dann diese endzeitlichen Katastrophen und Gerichte kommen und wo gottesfürchtige Juden, der jüdische Überrest, der an den Messias glaubt, genau in diesen Drangsalen sein wird, sie durchleben wird und diesen starken Schutz brauchen wird und auch erleben wird. Aber wir können das ganz gewiss auch auf uns anwenden und für uns als Zuspruch aus Gottes Wort nehmen. Es ist interessant, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Und das hebräische Wort für Gott, El oder Elohim, bedeutet der Allmächtige, der Macht hat, der alles vermag. Und das ist in dem Fall sicher kein Zufall, dass gerade dieser Name Gottes, der Allmächtige, hier gebraucht wird. Der Allmächtige ist unsere Zuflucht und Stärke. Das bedeutet, wir brauchen keine Sorge zu haben. Gott hat alles unter Kontrolle, auch wenn es aussieht wie Chaos. Das gilt übrigens insgesamt, ja, dass alle die Dinge, die angeblich blinder Zufall sind, dass sie letztlich von Gott gelenkt werden. Ja, ob das jetzt zum Beispiel die Flugroute der Vögel ist, die immer wieder wie von selber ihre Brutstätte finden, hin und her, selbst die Vögel, die noch gar nie dort waren, finden das, und das ist von Gott geleitet. Ja? Die Dinge, auch wenn ein Pfeil aufs Geratewohl abgeschossen wird und dann einen König tödlich trifft, dann ist es kein Zufall, sondern der Allmächtige hat alles unter seiner Kontrolle. Auch den Coronavirus, auch die Krisen und Schwierigkeiten, das sind ja auch Finanzkrisen, die damit verbunden sind und die vielleicht auch platzen werden, die ganzen Finanzblasen jetzt durch die wirtschaftlichen Rückschläge, die die Corona-Krise mit sich bringt. Alle diese Dinge hat Gott unter seiner Kontrolle. Ja, und das ist für uns, denke ich, eine ganz gewaltige Beruhigung und ein ganz gewaltiger Trost. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Nun, wir alle haben die Hilfe Gottes ganz gewiss schon in mancherlei persönlichen Nöten erlebt. Wir vergessen das oft so leicht. Und wenn dann irgendeine neue Not kommt, dann steht die manchmal so lebhaft und eindrücklich vor unseren Augen, dass uns die Erinnerung an Gottes treue Durchhilfe in der Vergangenheit entschwindet und wir im Moment sozusagen wie gebannt der Gefahr ins Auge starren, anstatt auf den Herrn zu schauen. Aber wir dürfen wissen, Gott ist ein Helfer, der bewährt ist in Nöten. Und viele Gläubige auch vergangener Jahrhunderte haben ihn erlebt als solchen und wir dürfen das auch tun. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ich meine, es gibt da sicher zwei Ebenen. Auf der einen Seite sind auch Erdbeben und Naturkatastrophen für die Drangsalszeit vorhergesagt und auch in der Offenbarung so geschildert. Auf der anderen Seite gibt es auch die Auslegung, die auch im Grund belegt ist von der Schrift selber, dass eben Berge Regierungen und Reiche, Königreiche oder Machthaber auch symbolisch beschreiben und die Wassermassen beschreiben auch das unruhige Völkermeer. Ja? Also die Heidenvölker, die toben, die unruhig sind, die gegeneinander aufstehen. Und ich denke, beide Deutungen sind da möglich. Ja? Wir werden in der Endzeit immer mehr auch chaotische Verhältnisse zwischen den Heidenvölkern erleben, dass eben da auch Rivalitäten, Kampf, Spannungen sich steigern. Stichwort Iran, China, ja, gibt ja da zunehmende Spannungen. Und wie immer ist Jerusalem ein Epizentrum, ein Teil dieser Krisen und ein immer gewichtigerer Teil. Aber wie auch immer, auch diese Dinge, der Herr hat sie unter Kontrolle. Und deswegen lesen wir in Vers 5, ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Das finde ich so gewaltig. Diese ruhige Zuversicht, mitten im Chaos. Ich denke, das ist etwas sehr, sehr Tröstliches, wenn wir das sehen. Auch hier gilt die unmittelbare Anwendung,
der unmittelbare Sinn des prophetischen Psalms ist wirklich Jerusalem, die Stadt Gottes, wo der Tempel sein wird, wieder neu sein wird und wo eben, wenn die Gottesfürchtigen in Jerusalem ausharren, sie eben auch die Hilfe des Herrn erleben werden, auch wenn um sie herum Feinde toben und Bedrohungen sind. Aber die Stadt Gottes und das Heiligtum der Wohnung des Höchsten, das ist übertragen auch die Gemeinde. Ja, in Epheser 2 lesen wir, dass die Gemeinde der Tempel Gottes ist, eine Wohnstätte Gottes im Geist. Ja, und deswegen dürfen wir wissen, solange wir als Gemeinde hier auf der Erde sind, werden Verfolgungen, Nöte, Krisen, Erschütterungen ganz gewiss um uns herum auch sein und werden uns auch ein Stück mitnehmen wollen und mit betreffen. Aber wir dürfen trotzdem innerlich ausgerichtet sein auf den Herrn und in Ruhe und Frieden und Zuversicht sein, dass der Herr uns durch diese Dinge durchbringt. Der Strom mit seinen Bächen, das erinnert uns, denke ich, an den Geist Gottes, der uns stärkt und der uns ermutigt. Unser Fleisch will angesichts von Verunsicherungen und Krisen ganz oft in Ängste ausbrechen. Ja, das ist natürlich so, wir machen uns Sorgen, wir rechnen uns aus, was könnte passieren, was könnte noch sein, was ist mit meinem Ersparten, was ist mit meinem Häusle. Ja, diese Dinge, die bewegen einen und es ist verständlich, aber letztlich dürfen wir durch den Geist Gottes geleitet sehen und ganz egal, was passiert, Gott, unser himmlischer Vater, beschützt uns. Der Herr Jesus ist unsere Zuflucht und unsere Stärke. Ja? Das Heiligtum der Wohnung des Höchsten, letztlich sind wir ein Heiligtum und bilden wir ein Heiligtum Gottes, ein Tempel Gottes, der seine Wurzeln im himmlischen Heiligtum hat, im Allerheiligsten, im Himmel und der deswegen niemals von den irdischen Dingen kaputt gemacht, erschüttert oder über den Haufen geworfen werden kann. Ja? Das, was auf ewig gegründet ist, das, was in Christus gegründet ist, das ist unerschütterlich. Wir lesen ja im Hebräerbrief, dass es sehr wohl Erschütterungen geben wird. Ja, das lesen wir in Hebräer 12. Da lesen wir ab Vers 25 mal: Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht: Noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Und das sind wir auch, wenn wir in Christus gegründet sind, dann können wir nicht erschüttert werden, dann werden wir nicht zusammenstürzen. Wir erinnern uns auch an das schöne Bild von dem Haus, das auf Felsengrund gegründet ist und dem Haus, das auf Sand gegründet ist, ja. Das trifft, denke ich, da auch bei diesem Bild zu. Vers 28, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Ja, also es ist klar, es wird die Zeit kommen und das sind jetzt die Vorläufer, wo Dinge erschüttert werden, die erschüttert werden können. Ja? Unser Finanzsystem ist zum Beispiel so etwas, was erschüttert werden kann. Auch das System des Friedens, der internationalen Beziehungen, diese ganzen Dinge, Pakte, Verträge, das wird alles erschüttert werden. Das wird alles auch ein Stück durcheinander kommen und übereinander fallen und stürzen. Aber der Herr Jesus bleibt unser Fels und Gott ist ein unerschütterliches Fundament für die, die auf ihn vertrauen. Deswegen heißt es auch, Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Nun, Gott ist auch in unserer Mitte. Wenn wir auf den Herrn ausgerichtet sind, als Gemeinde, auch als Einzelne, als Familien, dann hält Gott seine Hand über uns, weil er Gemeinschaft mit
uns hat. Wir sind nicht unter dem Zorngericht Gottes, sondern wir sind solche, die sagen dürfen, ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Römer 8. Ja? Und das dürfen wir uns auch gerade in diesen Zeiten wirklich vor Augen halten. Vers 7 heißt es dann, die Völker toben, die Königreiche wanken, wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Also das darf uns wirklich trösten, der Herr ist mit uns. Wir finden das auch immer wieder im Propheten Jesaja und da wird es auch so schön in Bilder gefasst, in Jesaja 41 und in Jesaja 43. Vielleicht lesen wir das auch noch einmal als persönliche Zusage des Herrn auch an uns. Jesaja 41, Vers 8. Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, meines Freundes, den ich von den Enden der Erde ergriffen und aus ihren entferntesten Winkeln berufen habe und zu dem ich gesprochen habe, du bist mein Knecht, ich habe dich auserwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, die gegen dich erzürnt sind. Es werden zunichte und kommen um die Männer, die gegen dich kämpfen. Du wirst sie suchen, aber nicht finden. Die Leute, die mit dir streiten, wie nichts und gar nichts werden die Männer, die gegen dich Krieg führen. Das gilt eben auch für die Gemeinde, für uns als Gläubige. Und so schön ist es eben auch in Jesaja 43 ab Vers 1. Und das dürfen wir auch in der jetzigen Krisenzeit festhalten. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ja, also das ist die Zuversicht, die wir haben dürfen. Der Herr der Heerscharen, dem alle Engelmächte zur Verfügung und zu Gebote stehen, er ist mit uns. Dann dürfen wir zuversichtlich sein, egal was kommt. Vers 9, folgende, kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Das kommt erst noch, das wird eben in der großen Drangsal kommen, wo dann am Ende eben wirklich der Friedefürst ja dem Krieg ein Ende gemacht haben wird. Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin, also dass ich der Allmächtige bin, der, der alles vermag. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Ja, also Gott wird es letztlich so machen, dass er alle Ehre bekommt. Gott wird es so machen, dass die Gottlosen, die ihn verleugnen, die jetzt seine Ordnungen mit Füßen treten, und das ist ein ganz klarer Zusammenhang zwischen diesen offen antichristlichen, widergöttlichen Gesetzen, die in den Ländern Europas und in den USA immer mehr verfasst werden und erlassen werden, die Gottes Schöpfungsordnung auf den Kopf stellen und Gottes Eheordnung und andere Ordnungen zerstören wollen. Das ist letztlich eine verborgene Wurzel für die verstärkten Gerichte, die jetzt auch unsere Länder treffen. Und letztlich werden die Menschen erkennen müssen, Gott, der lebendige Gott, ist der Allherrscher und der Richter über die Erde. Das wird heute noch verleugnet, aber irgendwann mal müssen es auch die Gottlosen und Ungläubigen anerkennen. Und wir wissen das schon jetzt und wir sind gerufen, in dieser ganzen Situation auf der einen Seite auch die Menschen zu ermahnen und ihnen zuzurufen, dass diese Gerichte eine Mahnung und ein Ruf zur Umkehr von Gott her sind.
Ja, ich denke, so dürfen wir auch mit den Menschen über die Corona-Krise sprechen, dass das letztlich auch ein heilsamer Anruf Gottes ist an die, die ihn vergessen haben, die von ihm nichts wissen wollen, dass sie merken, dass ihr Leben völlig von Gott abhängt, von seiner Gnade und dass sie umkehren sollten, solange es noch möglich ist. Und auf der anderen Seite sind wir auch als Priestervolk gerufen, fürbittend einzutreten, auch zu bitten, Herr, mildere diese Not noch, gib, dass es auch in unserem Land nicht zum völligen Chaos kommt, ja, sondern dass auch die Obrigkeit noch weise Anordnungen treffen kann und dass wir ein Stück weit noch verschont werden bei allem Gericht. Ich denke, da dürfen wir immer drum beten und dürfen dem Herrn da auch vertrauen, dass er auch solche Fürbitte erhört. Ja, das ist vielleicht dieser eine Psalm, der uns eine endzeitliche Perspektive auch gibt, vom prophetischen Wort her. Und der andere Psalm, Psalm 91, auf den ich auch noch kurz eingehen möchte, der sieht es mehr von der persönlichen Perspektive. Und ich denke, wir alle sind eben auch als Einzelne in unserer persönlichen Lebenssituation herausgefordert. Ja, man denkt es oft nicht, ja, aber wenn man dann liest, Personen über 60 mit irgendeiner Vorerkrankung sind mehr gefährdet, da denkst du, gut, okay, du hast Asthma, 67 bist du auch schon, jetzt bist du eigentlich in der Risikogruppe. Ja. Und dann ist es nochmal anders, und zum Beispiel Undine, die ein angeschlagenes Immunsystem hat, die jetzt da eine Therapie machen muss mit Cortison, das auch wieder das Immunsystem schwächt. Ja. Und dann guckt man schon mal noch ein bisschen anders an manche Sachen ran, ja, als zum Beispiel als junger Christ, ja, das ist ganz klar. Aber trotzdem, in jeder Lebenssituation, in der wir uns befinden, gilt Psalm 91 für jeden Gläubigen. Auch das ist etwas, was letztlich von einem Israeliten verfasst wurde, unter der Leitung des Geistes und das manche Bezüge zu Israel hat, aber das ist stärker noch als viele andere Psalmen, ein Psalm, der das Eigentum und der Zuspruch und die Verheißung für jeden Gläubigen ist, in jeder Heilszeit. Ganz besonders auch für uns, die wir in Christus wissen, wer unser Schirm und Schild ist, nämlich der Herr Jesus. Ja, lesen wir mal Psalm 91. Ich werde nur auf das Wichtigste eingehen können. Das können wir nicht so ausführlich auslegen. Diesen wunderschönen Psalm, der voller Verheißungen ist. Und er fängt schon wunderbar an. Vers 1. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Nun, genau genommen heißt es vom Hebräischen her, wer in dem Verborgenen des Höchsten sitzt oder wohnt. Und das ist auch interessant, ja? In dem Verborgenen. Also dem Zugriff und dem Blick aller anderen entzogen. Das ist das Verborgene. Und ich denke, uns fällt, wenn wir diesen Begriff lesen, ganz sicher diese herrliche Verheißung aus Kolosser 3 ein, die genau für uns als Gläubige in Christus geschrieben ist und die genau von demselben spricht. Und das wollen wir mal lesen, ab Vers 1 in Kolosser 3. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das finde ich so eine gewaltige Verheißung. Das finde ich so tröstlich, gerade in einer Zeit, wo äußerlich gesehen alle möglichen chaotischen Dinge uns drohen könnten. Dass letztlich das, was unser Leben ausmacht, unser geistliches Leben, unser innerliches Leben, das ist dem Zugriff der Menschen, dem Zugriff des Teufels, dem Zugriff der Naturgewalten entzogen. Es ist mit Christus verborgen in Gott selber. Das heißt, wir sind in die Himmelswelt versetzt, so heißt es ja in Epheser 2. Auch so eine Sache, die wir uns viel zu wenig bewusst machen. Aber gerade so eine irdische Krise ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich genau das nochmal vor Augen zu führen. Ja? Das, worauf es eigentlich ankommt, mein geistliches Leben, es ist
dem Zugriff von allem Bösen völlig entzogen, mit dem Christus verborgen in Gott. Da kann auch der Satan nicht drankommen. Das ist völliger Schutz, kompletter, vollkommener Schutz. Und genau das ist eigentlich im Alten Testament hier schon ausgedrückt. Wer im Verborgenen des Höchsten wohnt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Schatten ist für uns ja manchmal eher ein bisschen unschön, da fröstelt man. Ja. Aber Schatten in Israel ist etwas Kostbares und Herrliches und ein Schutz vor der sengenden, kaputtmachenden Sonne. Und so ist es hier gemeint. Ja. Schatten ist ein Schutz und wir sind unter dem Schutz des Allmächtigen. Der Schatten, wenn wir im Schatten sind, dann ist etwas über uns, was den Schatten wirft und das Licht abhält. Ja. Und das ist ja genau das, dass der Herr über uns ist und uns beschirmt und alles Böse von uns abhält. Das ist dieses wunderbare Bild. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, wie wird dieser Schutz für uns zur Wirklichkeit? Nun, durch unseren Glauben. Ja, es ist wichtig, dass wir lernen, in den Situationen, wo wir beunruhigt sind, wirklich bewusst unseren Glauben auszuüben und auch das dem Herrn zu sagen. Du bist meine Zuflucht und meine Burg. Ja? Der Unglaube, die lähmende Angst ist etwas, was uns daran hindert, die Verheißungen Gottes in dem Maß zu erleben und zu erfahren, wie es Gott eigentlich möchte. Ja? Dass wir diese Verheißungen erfahren in der Krise, in der Not, dazu ist es nötig, dass wir selber bewusst unseren Glauben aktivieren und es auch mit den Lippen bekennen. Ich sage zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht, du bist meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja? Wir dürfen also ganz bewusst unser Vertrauen zum Ausdruck bringen und auch bekennen, dass wir das nicht nur in unseren Gedanken im Inneren tragen, sondern auch auf unseren Lippen tragen. Ich denke, das gehört zu diesem aktiven Glauben dazu. Mit dem Herzen glaubt man und mit der Zunge bekennt man. Römer 10. Ja? Hängt zusammen. Und jetzt geht es weiter mit Verheißungen. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Das ist interessant. Und Dina hat es auch gesagt, sie hat einiges in diesem Psalm unterstrichen, bloß die Stellen über Seuchen und Pest hat sie früher nie unterstrichen. Weil das war für uns so weit weg, hat uns jetzt nicht so arg betroffen. Und inzwischen ist es unterstrichen, zumindest im Gedanken, im Herzen. Ja? Weil plötzlich kommt die verderbliche Pest auf eine Weise wieder zu uns zurück. Ja? Und wir erinnern uns plötzlich, ja, da gab es ja Zeiten, auch in Europa, wo Millionen Menschen durch Seuchen hinweggerafft worden sind. Und das letzte Mal war noch gar nicht so lange her, ziemlich genau 100 Jahre. Die spanische Grippe, 20 Millionen Tote, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja? Und dann erinnern wir uns dran, wir gehören zu der ganz seltenen Generation, die ein Leben lang Frieden und Wohlstand hatten. Das ist absolut außergewöhnlich. Das gibt es normalerweise gar nicht so. Ja? Ich glaube, dass es wenige Menschen in Mitteleuropa auch gab, die so lange Frieden und Wohlstand erleben durften wie wir. Ja? Aber das ist eben nicht ins Unendliche verheißen. Ja? Jetzt kommen die Dinge, jetzt kommt auch die verderbliche Pest und jetzt gewinnt diese Verheißung eine ganz andere Qualität. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers. Das ist nun wieder der Satan, der uns Fallstricke legen will, der uns zu Fall bringen will und einfangen will und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Ja, wir haben das vielleicht auch schon sehen können, wenn wir ein bisschen auch mit der Natur vertraut sind, wie also gerade Hühnervögel und andere auch ihre kleinen Küken beschützen vor irgendeinem Feind, indem sie die Flügel, ihre großen Flügel ausbreiten und dann gehen die kleinen Küken auch ganz schnell
unter die Flügel ihrer Mama oder ihres Papas. Ja, das ist ein rührendes Bild. Und es zeigt aber auch eben die liebevolle Bereitschaft des Herrn, uns zu beschirmen. Er breitet seine Flügel aus und da kann niemand irgendwie einen Zugriff wagen, wenn der allmächtige Gott uns beschirmt. Seine Treue ist Schirm und Schild. Also es geht darum, dass Gott treu ist und zu denen steht, die sich ihm anvertraut haben, und dass Gott treu ist und seine Verheißungen auch wirklich erfüllen wird. Seine Zusagen, ja, das Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. So sagt es Luther und so habe ich es auswendig gelernt und kann es noch. Ja? Das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Und es ist eben wichtig, dass wir auch sehen, natürlich, sein Schutz ist kein sichtbarer Schutz. Ja? Wenn wir vielleicht auf Sichtbares schauen, dann wünschen wir uns manchmal so einen riesigen, mächtigen Bodyguard, ja, so bis an die Zähne bewaffnet, und dann denkt man, das ist doch ein Schutz, auf den kann man doch irgendwie bauen. Ja. Und wir sehen Gott nicht, wir sehen den Schutz Gottes nicht, wir fühlen ihn nicht, sondern wir dürfen ihn im Glauben annehmen. Und in Wirklichkeit ist das natürlich der viel, viel bessere Schutz als jeder Bodyguard, der auch mal ganz schnell ermordet werden kann oder krank wird und dann hat er plötzlich auch keine Kraft mehr. Ja. Also das sind die Dinge, wir haben einen unsichtbaren Schild, der aber umso mehr real ist und der ganz real uns auch beschirmen kann. Vers 5 heißt es dann, du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Tja, so ist das. Ja? Und das Erschreckende war ja, früher haben die Menschen ja die Ursache überhaupt nicht gekannt. Heute haben wir da diese Fotos von dem Coronavirus und sehen, wie der aussieht. Das hilft uns zwar auch nicht viel, ja, aber damals, früher war den Leuten gar nicht klar, warum verbreitet sich die Pest plötzlich von einem zum anderen, warum sterben die Menschen wie die Fliegen, und wenn man in Kontakt mit jemandem kommt, der erkrankt ist, plötzlich wird derjenige auch todkrank. Ja. Das waren ja früher verborgene Dinge. Und es hat Angst gemacht und es macht auch heute noch Angst, weil wir einfach wissen, wir wissen zwar inzwischen auch, wie das ganze Zeug übertragen wird, aber ob jetzt die Fläche, die du anlangst oder die Türklinke mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht, das wissen wir auch nicht. Ja? Da haben wir auch keine Ahnung davon. Da müssen wir einfach auch still dem Herrn vertrauen. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ja? Das ist eine ganz natürliche Reaktion des Menschen, dass er Angst hat. Das ist auch nicht unbedingt eine falsche Reaktion. Ja? Das ist in gewisser Weise ein Schutz, dass wir Angst haben. Aber es gibt auch eine zerstörerische Angst und vor allen Dingen Angst vor Dingen, vor denen wir uns überhaupt nicht richtig schützen können, ist oft eben sehr, sehr lähmend und hilft uns auch nicht wirklich weiter. Wir dürfen einfach dem Herrn vertrauen. Der Pfeil, der bei Tag fliegt, da denken wir wieder an die feurigen Pfeile des Teufels. Ja? Das ist ja auch eine geistliche Kampfsituation, die hier geschildert wird. Und die Pest, die im Finstern schleicht, da können wir auch an die Sünde denken, an die Versuchung zur Sünde, an das Verderbliche, was uns auch eben geistlicherweise erreichen kann. Aber natürlich sind auch die natürlichen Krankheiten gemeint, die uns eben Angst machen können. Und wir dürfen dem Herrn vertrauen, dass er uns bewahrt. Und da heißt es in Vers 7, und das ist eine gewaltige Verheißung, ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Ja, ich denke, wir müssen das schon ausgewogen sehen. Ich denke, Gott kann in Ausnahmefällen manchmal auch zulassen, dass zum Beispiel auch irgendeine tödliche Krankheit oder irgendwelche Katastrophen auch gläubige Christen betreffen. Ja? Aber das ist eine absolute Ausnahme, die immer einen guten Grund bei Gott hat. Aber vom Grundsatz her dürfen wir diese Verheißungen wirklich auch nehmen. Dass der Herr nämlich die Seinen verschont. Vielleicht lesen wir dazu auch nochmal den Propheten Malachi.
Vers 17 in Malachi 3, da heißt es, und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Gott macht einen Unterschied. Gott verschont die, die ihm dienen. Das ist die Grundregel und die Verheißung, die ganz allgemein gilt. Und wenn es da vereinzelt Ausnahmen gibt, die scheinbar zumindest Ausnahmen sind, dann hat Gott da seine ganz besonderen Gründe. Aber wir dürfen wissen, ob 1.000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Und jetzt kommt die Begründung in Vers 9, denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Ja, auch hier dürfen wir das neutestamentlich sehen und deuten. Wenn der Herr unsere Zuversicht ist, wenn der Höchste unsere Zuflucht ist, dann sind wir bewahrt und beschützt. Wir sind nicht bewahrt und beschützt vor jedem Leid und jeder Schwierigkeit. Das wissen wir und das hat Gott auch nie verheißen. Aber wir sind beschützt vor dieser zerstörerischen Form von Leid und schrecklichen Dingen, die der Satan denen oft zufügt, die ihm dienen und die unter seiner Herrschaft sind. Ja? Es gibt zerstörerisches Leid. Es gibt Dinge, die wirklich ein Leben absolut kaputt machen, die Menschen in Verzweiflung und Finsternis und Selbstmord treiben. Und von solchen Dingen sind Kinder Gottes geschützt. Wenn sie selbst schwere Leiden haben, dann gibt Gott dazu die Gnadenausrüstung, das aus der Hand Gottes zu nehmen und innerlich zu tragen und darüber ein Stück auch gefasst und ruhig zu sein. Das ist der große Unterschied. Aber zerstörerisches Leiden, ja, diese schrecklichen, schlimmen Dinge, die der Satan oft tut und wo man oft merkt, dass der Satan wirklich sadistisch ist, dass er Freude dran hat, Menschenleben wirklich zu quälen und zu zerstören, von solchen Dingen sind wir als Kinder Gottes geschützt und beschirmt. Ja? Und in dem Sinn dürfen wir das nehmen, kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Ja, wir haben Engel zu unserer Seite und das ist etwas, das wissen wir nicht, das können wir auch nur im Normalfall jedenfalls einfach nur so im Glauben annehmen, dass der Herr diese dienstbaren Geister aussendet, um denen zu helfen und die zu bewahren, die sich ihm anvertrauen. Ja, und das ja, ist sicherlich etwas, was wir mal später sehen werden, dass vielleicht manche Dinge, die wir gar nicht so, die uns gar nicht so auffallen, dass da wir den Schutz Gottes, auch den Schutz von Engeln erlebt haben. Ich denke da manchmal an Situationen im Verkehr, ja, wenn man so beinahe überfahren worden ist von einem Auto, ja, wenn man beinahe einen Frontalzusammenstoß erlebt hat, weil plötzlich jemand dann Überholmanöver macht auf der Landstraße, einem entgegenkommt mit 160 Sachen und man gerade noch irgendwie ausweichen kann. Ja. Das sind alles so Dinge, wo wir vielleicht einmal später merken werden, hier hat Gott eingegriffen. Hier haben die Engel Gottes die Heiligen beschützt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Ich denke, das ist auch eine wichtige Sache, dass wir sehen, manches im Leben auch von Gläubigen ist geistlicher Kampf, ist Ausdruck dessen, dass der Satan versucht, wirklich auch Kinder Gottes anzugreifen, sie ein Stück außer Gefecht zu setzen, sie einzuschüchtern, sie ein Stück auch fertig zu machen. Und da ist es wichtig, dass wir diese Verheißung haben, dass eben wir auf diesen Löwen und auf diese Schlange treten werden, dass wir ihn, sie wirklich auch
überwinden können. Und wir werden erinnert an die Zusage, die der Herr Jesus in Lukas 10 gemacht hat. Und das wollen wir auch nochmal lesen. Die Aussendung der 70 Jünger und dann kommen sie wieder, Vers 17 in Lukas 10. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also, es gibt eine Vollmacht, dass wir als Kinder Gottes den Widersacher und seine Angriffe und Bosheiten überwinden können. Wir haben nicht, aus meiner Überzeugung, die Vollmacht, die die Jünger damals hatten, Dämonen auszutreiben. Das ist damit nicht gemeint, aus meiner Sicht. Ja? Das war eine Sache, die ein Wunderzeichen der Apostelzeit war. Da ging es darum, wirklich die Macht des Herrn Jesus, die Königsherrschaft des Herrn Jesus sichtbar zu demonstrieren, indem die Jünger aus ungläubigen Menschen, die eigentlich unter der Herrschaft des Satans waren, böse Geister ausgetrieben haben, und zwar so, dass diese bösen Geister auch sich melden mussten und signalisieren mussten, dass sie rausgingen. Ja? Das war ein Zeichen der Königsherrschaft Jesu Christi. Das Reich Gottes, das ist in eurer Mitte, das hat der Herr Jesus selber gesagt, dass das eigentlich die Botschaft dieses Wunderzeichens war. Aber letztlich waren natürlich diese Leute immer noch unter der Herrschaft des Satans, und deswegen hat auch diese Austreibung ihnen selber gar nichts genutzt, sondern der Herr warnt sie: Wenn ihr nicht wirklich Buße tut und euer Haus leer und geschmückt lasst, dann kommen nochmal 7 weitere Geister mit zurück und alles wird noch schlimmer, wie es vorher war. Ja, das war ja nicht eine Bekehrung, sondern es war nur ein Zeichen, das damals geschehen war. Und heute haben wir immer noch Vollmacht und Autorität, dem Satan zu widerstehen, aber nicht die Autorität, böse Geister auszutreiben. Ja, das tun wir nicht aus Ungläubigen, denn letztlich sind die ja noch unter der Herrschaft des Teufels und müssen sich bekehren. Dann muss der Feind von selber weichen, und zwar ohne großes Theater. Ja, und aus Gläubigen braucht man gar keine Geister austreiben, weil nämlich Gläubige gar nicht besessen sein können, sondern sie sind unter der Herrschaft des Herrn Jesus, wie es auch heißt in Kolosser 1, Vers 13. Ja, das ist ja unser Freibrief gegenüber den Mächten der Finsternis. Das sollten wir auch wissen und kennen und auch entsprechend im Glauben festhalten. Da heißt es von Gott, dem Vater: Er hat uns errettet, Kolosser 1, 13, aus der Herrschaft oder dem Machtbereich der Finsternis und hat uns versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also das ist unser Freibrief gegenüber dem Bösen, dass jedes Kind Gottes seiner Stellung nach herausgerettet ist aus dem Machtbereich und damit auch aus dem Zugriff des Teufels. Ja? Der Feind darf Kinder Gottes anfechten, ein Stück beunruhigen, ein Stück angreifen. Das ist Teil der Schule Gottes. Aber er darf uns nicht beherrschen und er darf uns nicht quälen. Ja? Das ist nicht das Recht des Widersachers. Da haben wir Autorität. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Da geht es auch nicht darum, den Feind anzusprechen. Das machen schwärmerische Christen, Charismatiker, dass sie den Feind ansprechen. Das ist falsch. Ja? Aber wir dürfen zum Beispiel sagen: Ich widerstehe diesen bösen Gedanken oder ich widerstehe den Angriffen des Feindes im Namen Jesu Christi. Ja? Und das muss der Feind akzeptieren, weil wir in dem Herrn Jesus und durch ihn Autorität haben. Warum? Weil der Herr Jesus den Satan für immer besiegt hat mit seinem vollkommenen Sühnopfer. Und er hat ihn entwaffnet, das steht in Kolosser 2, ja? Er hat ihn entwaffnet und im Triumphzug umhergeführt. Und deshalb haben wir eben diese Autorität, die auch in Psalm 91 ein Stück angedeutet wird: Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten.
wie sich das bei uns in unserem Glaubensleben äußert. Vielleicht betrachten wir das auch noch ganz kurz, weil wir schon dabei sind. Das ist in Epheser 6 hier dargestellt, ab Vers 10. Dass der Feind uns nicht zu Fall bringen darf, dass der Feind uns nicht versklaven, binden darf, kaputt machen darf, weil wir die ganze Waffenrüstung Gottes haben. Weil wir den Herrn Jesus angezogen haben und in dem Herrn Jesus geschützt sind. Ich lese mal ab Vers 10, Epheser 6. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ja, also wenn wir in Christus sind und dem Herrn dienen und nachfolgen, dann schadet es dem Reich der Finsternis. Und deswegen werden wir von dem Reich der Finsternis Angriffe, Anfechtungen, hinterlistige Tricks erleben. Je mehr wir dem Herrn dienen, desto mehr. Auf der anderen Seite dürfen wir einfach wissen, in dem Herrn Jesus sind wir geschützt, sind wir geborgen und wir dürfen dem Widersacher widerstehen. Es geht also auch nicht darum, den Feind zu vertreiben aus irgendwelchen Territorien, das ist auch wieder charismatische Irrlehre, ja, dass die Leute dann sagen, ja, wir vertreiben die Dämonen aus Stuttgart und beten Stuttgart ganz frei, dass die große Erweckung kommen kann. Ja, das geht gar nicht, ja, weil der Satan als Fürst dieser Welt immer noch von Gott eingesetzt ist, bis Gott selber ihn absetzen wird und vertreiben wird und in den Abgrund schicken wird. Und bis dahin hat er eine gewisse Autorität, die hat er von Gott. Ja? Und deswegen kann man den Feind nicht vertreiben, aber wir dürfen standhalten und allen Angriffen des Feindes widerstehen, sodass wir unseren Dienst für den Herrn einfach weiter tun können. Unbeeinträchtigt, nicht eingeschüchtert, nicht ängstlich. Wir dürfen standhalten gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Der Feind versucht uns in falsche Lehre und verführerisches, falsches Christentum zu bringen. Das ist gerade auch bei der Charismatik der Fall. Der Feind versucht uns zur Sünde zu verleiten. Der Feind versucht uns manchmal auch einzuschüchtern, uns Angst zu machen. Und in all dem dürfen wir widerstehen, den guten Kampf des Glaubens führen und dabei die Waffenrüstung Gottes anziehen. Lesen wir vielleicht den Vers auch noch. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Wir wollen diese Waffenrüstung jetzt nicht weiter betrachten, aber das wollen wir einfach noch festhalten. Wir haben in dem Sinn Schutz und auch Autorität, dass wir dem Feind widerstehen dürfen, dass wir das Werk Gottes weiter tun dürfen, auch wenn der Feind versucht, uns zu schaden. Das ist ein Teil des umfassenden Schutzes der Kinder Gottes, so wie wir es auch im Psalm 91 im Vorbild schon sehen. Dann lesen wir die letzten Verse aus Psalm 91 noch. Da lesen wir, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und schauen lassen mein Heil. Ja, hier spricht der Herr selber. Das drückt noch einmal diese Fürsorge aus. Bisher hat der Psalmist über den Herrn gesprochen und hat die Verheißungen sozusagen in der dritten Person formuliert. Und jetzt kommt Gott selber zu Wort. Und er spricht von dem Gläubigen, der sich an den Herrn hängt, im Glauben an den Herrn hängt. Und das ist doch so was Schönes. Das dürfen wir tun, so wie auch ein kleines Kind sich an seinen starken Vater hängt, wenn es vielleicht in Gefahr ist. Ja? Weil er sich an mich klammert. Und das dürfen wir wirklich im Glauben immer wieder tun. Wenn wir bedrängt sind, dürfen wir zu dem Herrn Jesus fliehen. Wir dürfen uns an ihn halten, an ihm festhalten. Und er wird ganz gewiss uns bewahren, erretten, beschützen. Das ist so wunderbar,
diesen mächtigen Schutz zu wissen, von dem, der uns liebt, der sein Leben für uns gegeben hat, der uns erlöst hat mit seinem Blut. Er wird uns auch durch diese Zeit bringen, durch jede Bedrohung, durch jede Not, durch jede Bedrängnis, bringt er uns durch. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ja, wie kostbar ist es, dass wir den Namen des Herrn Jesus anrufen können, dass wir wissen, wir haben einen Retter. Jesus heißt, der Herr ist Retter. Er ist der, der alles für uns gut gemacht hat, der den Feind besiegt hat, der das Böse überwunden hat. Er, der uns als Kinder Gottes vor den Vater gestellt hat, in die ewige Sicherheit und das ewige Heil gebracht hat. Er ist in der Lage, uns auch in jeder zeitlichen Not zu beschützen. Ja, das ist für den Herrn gar kein Problem. Wir dürfen den Namen des Herrn kennen, wir dürfen ihn im Glauben anrufen, in dem Wissen, der Herr wird dazu stehen, dass er uns errettet aus jeder Bedrängnis. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ja, es ist eine Ermutigung, wirklich in allen Dingen immer wieder zum Herrn zu kommen im Gebet. Und gerade auch diese Zeiten, die wir jetzt durchmachen, das sollten Zeiten sein, wo wir vermehrt uns Zeit zum Gebet nehmen. Auch eben diese Bedrängnis von den endzeitlichen Finsternismächten, wo wir vorher in Epheser 6 gelesen haben, das Entscheidende, dem zu widerstehen, ist das Gebet. Das lesen wir am Ende dann in Vers 20, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen. Ja? Und das ist, denke ich, wichtig, diese Bedrängnisse, die sollen uns lehren, mehr den Herrn im Gebet zu suchen. Und der Herr wird sich an uns erweisen. Ich bin bei ihm in der Not. Ja, das ist wunderbar zu wissen. Wenn der Herr bei uns ist, wenn wir das im Glauben auch ergreifen können, dann wissen wir auch, wir haben schon den Ausweg und wir haben die Hilfe, die wir brauchen in jeder Phase unserer Bedrängnis. Und der Herr Jesus selber hat den Ausweg uns schon geschaffen. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Oder man kann auch sagen, ich will ihn herausreißen und zur Herrlichkeit bringen, verherrlichen. Ja? Also unser Ziel ist nicht die irdische Bewahrung, das irdische Wohlleben, sondern das Ziel unseres Lebens ist die Himmelsherrlichkeit. Das muss uns immer bewusst sein. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Ja? Deswegen, diese Perspektive, die wir haben, ist nicht nur auf die Erde beschränkt, sondern letztlich wissen wir, der Herr Jesus bringt uns in die Himmelsherrlichkeit. Und dann sind wir frei von allen Bedrängnissen und allen Nöten und allen Leiden, die wir hier noch durchleiden müssen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Ja, neutestamentlich gesehen kann man sagen, der Herr gibt uns nicht nur langes Leben, sondern ewiges Leben. Unendlich langes Leben. Das ist das Herrliche, diese Verheißung. Und wir schauen sein Heil, wir schauen die vollendete Errettung, dann, wenn wir wirklich los sind von unserem Fleischesleib, wenn wir in der Entrückung auferweckt werden und den Herrlichkeitsleib empfangen und ihn sehen, wie er ist. Der Herr Jesus ist unser Heil. Und das ist unsere Hoffnung, dass wir ihn einmal sehen werden, wie er ist in der Himmelsherrlichkeit, dass wir glückselig sein werden und uns jubelnd freuen werden und dass wir darüber hinaus noch mit dem Herrn Jesus dann im tausendjährigen Reich an seiner herrlichen Königsherrschaft teilhaben werden. Ja? Das ist dieser Hoffnungsausblick. Das war im Alten Testament nur angedeutet, wir im Neuen Testament wissen viel mehr davon. Und wenn die Gläubigen des Alten Testaments so zuversichtlich sein konnten, wie der Beter des Psalms 91 über den Schutz des Herrn spricht, dann dürfen wir als neutestamentliche Gläubige noch viel zuversichtlicher sein. Möge der Herr uns im Glauben stärken und uns gerade auch in dieser Krisenzeit den Glaubensblick auf unseren wunderbaren Herrn erhalten und stärken, der unser Schutz ist und unsere Bewahrung, unsere feste Burg. Amen.